Dankeschön. Genau, leider bin ich jetzt in diesem Präsentationsflow, deswegen muss ich mich selber nochmal vorstellen. Ich bin Valeria, ich bin künstlerischer Mitarbeiter und aber auch selbstständiger Gestalter. Und in so meinem Forschungsprojekt an der UdK versuche ich so eine Methode oder ein Lehrformat zu entwickeln, wie wir in der visuellen Kommunikation Materialforschung betreiben können. Ich bin aber auch selbstständiger Designer, mache Action Design, spekulatives Design, Ausstellungsgestaltung, also ein ganz Spektrum, so ein Blumentopf an Dingen und Möglichkeiten, und in dem ich sehr viel mit Material arbeite und sehr hands-on arbeite. Und das ist auch so der Beweggrund, warum ich an dem Format arbeite, das ich jetzt auch gerne präsentieren möchte, wie wir mit Material neu umgehen können. Und wie wir neue Geschichten entwerfen können über das Material. Das ist ein ganz schön, ganz spannendes, auch am BWL zu sehen, weil man sich viele Anknüpfungspunkte hatte zum BWL. Und jeder sagt jemand zum BWL, erzähl mal, was du hier machst. Und jetzt habe ich eigentlich die Chance, weil das auch so, schon zwischen so eine Halbzeit ist von dem Projekt. Wir sind jetzt seit 2, 3 Semestern dran und machen Projekte damit. Also ich habe hier schon ein paar Sachen, die ich mitbringen konnte und mitzeigen konnte. Deswegen freue ich mich sehr. Aber ich nutze auch die Gelegenheit, mich selber auch zu präsentieren. Und ich würde gerne einfach mal zwei Projekte zeigen, an denen ich gearbeitet habe oder an denen ich mitgearbeitet habe die letzten Jahre, einfach um so einen Überblick zu geben, was ich eigentlich tue und wer ich bin. Das allererste Projekt, was ich zeigen wollte, ist das grüne Labor, an dem ich mit meiner Partnerin Bascha Lehmann gearbeitet habe. Das war im Kontext des Park an der Ilms. Hatten wir den Auftrag bekommen, eine Ausstellung zu bauen. Und der Park an der Ilm ist ein sehr alter Park, UNESCO-Weltkulturerbe, gebaut von Goethe himself. Und die Idee war, wie können wir diesen Park, wenn wir solchen Stress gerade leiden, in der Klimawandel, in Trockenzeiten, wie können wir da also Menschen, die da in den Park gehen, erzählen und erklären, was es damit auf sich hat. Und wir hatten die Idee, versteckte Kommunikationsformen sichtbar zu machen, also zu zeigen, wie Insekten und Bäume und Pflanzen kommunizieren. Wir haben gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut in Jena haben wir Gerüche synthetisiert, die Pheromone, Hormone, Giftpflanzenstoffe sind, die wir, wenn wir als Menschen im Park gehen, so ein bisschen im Hintergrund riechen, die aber Lebewesen als Kommunikationsstoff nutzen. Das hatten wir in dieser Duftstation sichtbar oder fühlbar oder greifbar gemacht, irgendwie materialisiert. Haben auch so Hörstationen gebaut, wie man das so macht in so Museen, dass man sich so an so einen Stein setzt und hört Geschichten. Ein anderes Projekt, an dem ich jetzt ganz kürzlich gearbeitet hatte, war für Collected Material. Das ist so ein Subcluster von Matters of Activity, das ist wahrscheinlich einigen Begriff. Das war im letzten Jahr, wir hatten mehrere Künstlerinnen und Designerinnen-Teams den Auftrag bekommen, spekulative Szenarien für die Forschung von deren zu entwickeln. Also sie forschen, die forschen, der Cluster forscht an Luft als Material. Und ich hatte mir dann überlegt, als Spekulation mich mit dem Thema des Geoengineerings auseinanderzusetzen. Das ist ein sehr merkwürdiger, weirder Begriff, das sehr besetzt und sehr vielen dystopischen Ideen. Der aber im Sinne des, wie der Klimawandel gerade läuft und wie wir uns gerade nicht wirklich gut verhalten, aber wie wir uns verhalten sollten, wahrscheinlich eine Option wird, die wir benutzen müssen. Und ich hatte ein Szenario entworfen, was das wäre, wenn es Trockenzeiten gibt, die sehr groß und sehr stark sind, es gibt Sandstürme, wie verhalten sich Menschen? Was machen die für neue Rituale, neue Formen des Lebens? Und habe dann so eine Art Miniatur-Wunderland gebaut. Denn die Aufgabe war, man konnte sein Telefon reinlegen in diese Bahn, machte sein Telefon auf Video und dann fuhr diese Bahn einmal durch so einen Tunnel durch und hatte verschiedene Stationen erklärt und verschiedene Stationen näher gebracht und konnte es dann nach Hause nehmen. Das war so meine Idee. Und das ist ein bisschen wie so ein Abenteuerpark, Western-Achterbahn. Der eigentliche Punkt, warum ich das zeige, in beiden Projekten spielen Materialien irgendwie eine Rolle. Also in beiden Projekten ist Material eigentlich ein ganz wichtiger Teil von der Kommunikation. Sei es jetzt Düfte, sei es Sand, sei es aber auch Wetter irgendwie, das auch irgendwie eine Materialität hat. Und das ist irgendwie sehr wichtig in meiner Arbeit. Ich versuche sehr viel mit diesem Material als Ausgangspunkt zu nehmen und damit eine Geschichte zu entwerfen. Es geht aber natürlich umgekehrt. Ich entwerfe eine Geschichte und werfe ein Material dazu. Also das treibt mich sehr viel rum und bringt natürlich auch
allgemein die Frage, wenn ich Material nehmen kann und eine Geschichte habe, eine Geschichte nehmen kann, Material, wenn ich entwerfen kann, was ist denn eigentlich dieses Material und was hat es damit eigentlich auf sich? Und das frage ich auch immer sehr gerne Studierenden, so ein bisschen als Start Point. What is matter? Also was ist das? Was ist Material? Was ist matter? Was steckt dahinter? Und damit kann man eine ganz große Tür aufmachen, weil darüber denken wir schon sehr lange nach. Was ist Material? Was ist matter? Das ist natürlich die alten Alchemisten, die vor hunderten Jahren schon drüber nachgedacht hatten, wie können wir Material transformieren, verändern. Das sind so diese Proto-Scientists, die da irgendwie in ihren Kellern saßen und sehr mit viel Esoterik und Aberglauben versucht haben, irgendwelche Sachen zu transformieren, Gold herzustellen, das ist das typische Beispiel, oder den Stein der Weisen suchten, was natürlich auch sehr, sehr synergisch denken ist, ja bei uns heute noch auch noch inspiriert. Also das waren so die Ersten, die sich so mit die Ersten sich hingesetzt haben und gesagt haben: Ja, wir als Menschen können Matter verändern, wir können Dinge transformieren. Und wenn man dann fast forward geht, sind wir natürlich auch in der Zeit, wo wir das total perfektioniert haben. Wir können Materialien herstellen, die irgendwie magische Eigenschaften haben. Ich zeige immer gerne dieses Vanta Black, also das Black is Black, was so schwarz ist, wenn man Bilder davon sieht, sieht aus, als ob jemand in Photoshop und das weggelöscht hat, dieses Material. Also es ist ein sehr interessanter Moment, dass wir von diesen alten kruden Methoden in so eine Neuzeit, so eine Science-Fiction-Zeit angekommen sind. Und wir weitergehen, Triggerwarnung. Wir machen jetzt dasselbe auch mit lebenden Materialien. Wir machen organische Materialien, die wir auch verändern. Das heißt, wir sind in so einem sehr merkwürdigen Moment gerade, wo wir alles, wir haben eine Kontrolle über Material, wir haben eine Kontrolle über die Welt, die aber irgendwie nicht so ganz passt. Weil wenn wir jetzt weiterdenken, was befasst uns eigentlich als Gesellschaft und was treibt uns gerade um, sind es eigentlich genau nicht diese Sachen, sondern es sind Dinge, die irgendwie in den Grauzonen passieren. Dinge, die nicht so ganz greifbar sind, Dinge, die irgendwie schwer sind zu verstehen. Also sei es jetzt Fragen von Identity, Fragen Geschlecht, Sprachen, sei es aber auch Fragen des Klimawandels. Also all solche Dinge sind irgendwie sehr. Sind irgendwie haben kein Material, aber sind trotzdem materiell. Irgendwie ist es sehr, sehr merkwürdig. Wenn wir in Ikea gehen, wollen wir keinen Stuhl kaufen, der einfach nur aus dem billigsten Plastik hergestellt ist, sondern der Stuhl hat auch eine Geschichte und er soll irgendwie auch ein paar uns irgendwie überzeugen mit seiner Herkunft, mit der Geschichte, wie es gemacht wurde. Und das finde ich sehr spannend. Ich finde, das materialisiert sich in solchen Bildern, ne, ganz gut. So ein Styropor hat Verzehen und so noch. Ja, auch mal ein schönes Meerjungfrauenbeispiel. Mehr Mann. Und genau das sind diese Fragen, die ich total spannend finde. Und ich finde, das ist sehr, sehr spannend, wenn ich das damit jetzt zur visuellen Kommunikation gehe. Weil in unserer Disziplin der VK ist es so, dass wir kommunizieren. Wir sind nicht so, dass wir nur forschen an dem Material und dadurch was herstellen, sondern wir versuchen, dieses Material zu kommunizieren. Weil eine Kommunikation, weil komplexe Fragen zu kommunizieren. Und deswegen war meine Idee, ich möchte gerne in der visuellen Kommunikation Materialforschung machen. Also das Reinbringen, dieses Denken und zu versuchen zu verstehen, mithilfe dieser Tools, die wir haben, das zu verstehen. Das mache ich jetzt seit, naja, 2, 3 Semestern schon. Und habe jetzt ein paar, aber zeige ich auch gleich ein paar Beispiele. Und das grobe Prinzip ist natürlich einmal, dass ich möchte die Tools des Produktdesigns nehmen, die Hands-on-Tools, Dinge, dass man mit den Händen was macht, was versteht, was 3D druckt, dass tatsächlich also die Werkzeuge nimmt und versteht, dass man diese Werkzeuge auch erweitert durch Werkzeuge der visuellen Kommunikation. Also sei es ein spekulatives Design, das ist ganz klassisch, dass das Produkt, das visuelle Kommunikationsziel ist, aber auch Film, Grafik, also diese Medien, mit denen man Geschichten erzählen kann. Und ich glaube, das ist ganz der spannende Moment, wenn wir anfangen können, diese Dinge, die ungreifbar sind, diese Dinge, die irgendwie zwischen der Materialität passieren, greifbar machen können durch eine Geschichtenerzählung. Also möchte ich diese Frage, what is matter, erweitern mich die Frage, how to tell a story oder how to tell a story. Und dafür habe ich einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, die ich einmal gerne zeigen möchte. Wie gesagt, das sind so ein paar eher noch prototypisch, das ist noch alles so am Entstehen, das ist eher so ein kleiner Auszug von der Möglichkeit, von dem Denken. Und hoffe, dass es ein bisschen dann auch mehr Sinn macht über die Dinge, die ich da gerade erzähle. So ein Projekt, was ich super spannend fand, war von Medizina, Narrative Matter, und sie hat sich mit den Trümmerbergen Berlins auseinandergesetzt. Also, dem das keine Clubs sind, die Trümmerberge, das sind Trümmer des Zweiten Weltkriegs, die aufgeschüttet wurden.
nach dem Zweiten Weltkrieg zu sehr hohen Bergen in ganz überall in Berlin, und daraus wurden dann am Ende Parks. Also die wurden begrünt und daraus sind Parks entstanden. Das heißt, wenn ihr heute im Humboldthain sitzt oder im Volkspark Friedrichshain und Barbecue habt, dann sitzt ihr auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Das ist eine sehr interessante, weirde Stories, wie ich finde, und löst viel aus, wenn man darüber nachdenkt. Und Julia hat sich das auch zu Herzen genommen und hat eine archäologische Expedition gemacht zu den Trümmerbergen und versucht sich zu verstehen, was für Materialien da sind und wie kann man da drankommen, und auch diesen Moment versucht aufzugreifen. Hat also diese Umgebung beobachtet, begutachtet, und hat Ausgrabungen gemacht und als Artefakte ausgegraben. Und die auch gegenübergestellt zwischen Artefakten, die sie heute findet. Also das ist auch wieder wieder ein Moment, so eine Grauzone, in der wir uns da befinden. Wir sitzen da auf dem Berg, haben unser Barbecue, während wir irgendwie auf kaputten Steinen sitzen, die nicht von heute sind, sondern von einer langen Zeit, die wir eigentlich nicht so gerne vergessen möchten. Fand ich eine sehr interessante Angehensweise. Das war leider kein großes Semesterprojekt, sondern eher noch ein kleineres Projekt. Das hat sie aber dann genommen, diese Idee, und ihre Masterarbeit verarbeitet, die ich mitbetreut habe, wie es bei Design Computation passiert. Das heißt, die ist nicht mehr in meinem Kurs gewesen, aber ich war mitbetreut. Ich so ein bisschen Credit, deswegen. Ich hoffe, das ist okay. Und sie hat sich dann mit auch diese Idee des Toxischen ist genommen und hat sich mit Salz und Soda-Abbau oder Soda-Produktion in Ostdeutschland beschäftigt, ist an verschiedenen Bergwerken hingefahren und hat auch gesehen, dass es sehr viel, die sind da schon seit sehr langer Zeit am Produzieren, haben große Berge an Müll und toxischen Materialien, die sie nichts mehr anstellen können. Und diese toxischen Materialien, das ist Salz, das überbleibt, das geht auch in die Flüsse nebendran. Und man kann das tatsächlich auch messen, man kann es auch nehmen, also abbauen quasi und neu benutzen. Und das hat sie auch besucht. Sie ist also zu diesen Flüssen gefahren, zu diesen Seitenarmen, hat da so eine archäologische Arbeit gemacht, hat das ausgegraben, das Salz oder die Erde ausgegraben, und dann im nächsten Schritt mit einer alten Technologie, die heißt die Prickkohle. Schau, ich muss das ganz kurz, ich habe es mir aufgeschrieben. Briketage. Mit der Briketage, die dieses Salz wieder neu verwertbar machen wollen. Und somit so ein bisschen wieder so einen Kreislauf herzustellen, aber auch so diesem Material wieder ein neues Leben einzubauen. Also sehr, finde ich, super spannender Moment, der da passiert ist. Und das war auch so diese Art und Weise, wie man darüber schreibt oder wie sie das versucht hat, zu dokumentieren und zu kommunizieren. Fand ich ein extrem spannender Moment. Auch wenn wir beim Salz sind, ein Projekt, was auch zwei Studierende gemacht haben, Paulina Hüffmann und Richard Ley. Ging über 2 Semester. Sie haben sich mit Kristallen auseinandergesetzt und Kristalle versucht zu züchten. Und Kristalle haben was ganz Merkwürdiges. Das kann man so aus diesen Mickey-Maus-Heften, dass man sich da selbst Kristalle züchtet. Aber Kristalle sind extrem spannend, weil die auch was quasi Lebendes haben, also eine eigene Agency irgendwie. Die müssen gefüttert werden. Die wachsen in verschiedenen Formen, und es ist sehr schwer, die auch richtig zu kontrollieren. Also ihre Idee war, das zu verstehen, wie die wachsen und dieses Wachstum irgendwie nutzbar zu machen. Das heißt, so 2 Semester lang haben sie tausend Kristalle gezüchtet in verschiedenen Farben und Formen. Man versucht, die irgendwie zu verstehen, wie man diese Kristalle züchten könnte. Und daraus dann solche Textilexperimente gemacht, die irgendwie das auch versuchen aufzunehmen, dass man plötzlich so eine Symbiose haben muss mit diesem Kristall, um das Wachstum irgendwie zu verstehen und damit umzugehen. Und dann vielleicht das letzte Projekt, was ich gerne zeigen möchte. Das ist eher ein künstlerisches Projekt von Jan Pastusch. Der hatte ganz am Anfang des Semesters sich überlegt, er möchte gerne Styropor nehmen und mit dem Styropor arbeiten, und hat dann aber gesehen, dass man kann Styropor auflösen ins Aceton, und das fand er irgendwie extrem weird und bedenklich, weil von einem toxischen Material, dieses Styropor, wird ein anderes toxisches Material, und zwar in der Form von Napalm. Und das ist erstmal krass natürlich, aber er ist aus der Ukraine, also er ist ein Flüchtling aus der Ukraine, und fand das super interessant, was das. Und das ist super bedenklich, das ist das falsche Wort, interessant, aber ich fand das ein stranger Moment, dass das toxische Material zum anderen toxischen Material wird. Und das fand er persönlich sehr, sehr ein interessanter Moment, hat ihn inspiriert zu seinem Projekt, war der spekulative Stress,
Also es war ein spekulatives Projekt und er hat sich überlegt, in der Zukunft, in der nahen Zukunft, wenn der Krieg mal vorbei ist, was es bedeutet, wenn die toxischen Materialien des Kriegs da noch sind und was passiert mit den Pflanzen, mit den Lebewesen darum, nehmen die das auf, wie gehen die damit um? Und hat diesen Stressmoment genommen, hat den Bäumen in eine Art Tumor Growth ist es gemacht, das filmisch, natürlich war alles filmisch gelöst, als Medium und überlegt, wie diese, dass sich irgendwie materialisiert, diese gibt. Aber auch ein bisschen als ein Moment des, ich in Hoffnung schimmer, dass das irgendwie dann doch wieder aufgelöst wird. Also die Natur nimmt es raus, diese Gifte, und gibt die wieder und verarbeitet die irgendwie. Und das fand ich, ja, fand ich sehr schön als ein kleiner, als so ein Einblick in so eine Idee oder so ein Denken. Genau, das war so ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Ich hoffe, ich bin nicht zu so schnell durchgerannt, weil eigentlich bin ich jetzt am Ende. Genau, das waren ein paar Auszüge aus dem. Also, wir sind noch dran, aber ich freue mich natürlich, wenn ich nochmal irgendwann kommen kann, die nächsten Schritte zeigen kann, wenn es noch konkreter wird, wenn es euch gefallen hat.